Hallo meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es gibt ein Update zu meinem Schminkkörbchen bzw. die April-Edition ist dran. Ein paar Produkte werden gehen, einfach weil sie auch leer gegangen sind, Gott sei Dank. Da Hinweis auf die Aufgebraucht-Videos auf alle Fälle, erzähle ich da mehr zu den Sachen und ja. Bei den Project Pan Sachen hat sich so gut wie fast nichts geändert. Also, das ist mein Stapel an Lidschattenpaletten, der aktuell drin ist. Ganz oben auf die Pan Wet Palette, Lidschattenpalette. Ja. Aus dem März werden mich einige Produkte verlassen. Beziehungsweise, ja, tausche ich aus. Vor allen Dingen austauscht natürlich mein NYX Blush in der Farbe Hamptons. Ich habe noch einen anderen Blush, den ich zusammengemischt habe aus verschiedenen Lidschatten. Den möchte ich jetzt erstmal aufbrauchen und dann kommt der einen Monat mal auf Pause. Ich glaube, das würde ihm keinen Schaden machen. In meinem Fortschritt, bei dem will ich auch noch diesen Monat, dieses Jahr aufbrauchen, aber ein Monat Pause, glaube ich, ist in Ordnung. Dann der gegangen, mein Bronzer, da kommt ein neuer mit rein. Ebenfalls der gegangen, mein Highlighter. Da ist quasi auch schon seit der Highlighter leer ist, ein neuer mit drin. Damit ich halt einen neuen Highlighter habe. Dann gehen zwei Lippenprodukte. Zum einen der lila Lip Liner von NYX, was der Suede Matte Reihe in Lila und Kat Von D Suspiria. Die beiden werden mich jetzt erstmal verlassen. Ich möchte zurzeit kein dunkles Lila tragen, deswegen habe ich mir gedacht, nimm sie erstmal raus. Ende des Jahres kommen sie einfach wieder rein. Dann leer gegangen, mein Kajal von Douglas. Die kleine Größe ist leer. Da kommt irgendwas ähnliches wieder rein. Mein Liquid Eyeliner von Elf wird mich verlassen. Auch was Neues. Eine Mascara. Die Waterproof Mascara von Yves Rocher. Wirklich super Mascara. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Aber ja, ist halt jetzt leer. War aber auch mal eigentlich nur zum Trennen der Wimpern drinne. Dann von Essence ein Lip Liner in Transparent. Ja. Wurde, glaube ich, auch durch einen Lip Liner ersetzt. Oder durch zwei sogar. Und zu guter Letzt Essence Superlast 24 Hour Augenbrauenstift. Der geht auch. Ich glaube, eine Änderung ist noch mein Fixing Spray. Das hat sich inzwischen auch geändert. Das ist jetzt das Illuminating Fixing Spray von Makeup Revolution. Ist aber auch nur noch so bis hier voll oder so. Also könnte ich im Mai schon wieder ein neues Fixing Spray benutzen. Dann, ja, bleibt drin die Foundation noch einen Monat. Einen Monat werde ich ihr noch geben. Hier war ich Anfang März, quasi Ende Februar und jetzt bin ich hier unten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich den Fortschritt weiterhin behalte, dass die Ende Mai so gut wie leer ist. Ende April, beziehungsweise halt Anfang Mai leer ist und damit könnte ich noch leben, die im Mai noch zu verwenden, je nachdem wie die aktuelle Situation ist, sitze ich eh zu Hause rum. Von daher macht da der nicht ganz passende Farbton keinen Unterschied und ja, wäre super, wenn ich die noch leer kriege vor dem Sommer. Aber wenn es nicht wird, kommt sie halt im Herbst nochmal zum Einsatz. Ja, dann arbeite ich an einem Primer. Ja, noch von 183 Days. Da habe ich inzwischen die Tube aufgeschnitten, die Reste hier reingefüllt. Arbeite jetzt noch mit den Resten. Ich könnte mir vorstellen, bis Mitte des Monats hält sie noch. Weil so viel brauche ich dann doch nicht. Ich habe aber schon noch einen Primer im Auge, der für sie quasi noch mit rein wandert. Achtung, Spoiler! Für das Projekt mit der lieben Ina und Jenny. Mein Alverde-Puder immer noch drin, inzwischen mit Zeitpan. Yay!
optische Veränderung also. Und ja, das bleibt noch drin, bis es halt leer ist. Also langweiliges Produkt. Ja, dann ist noch drin mein BH Cosmetics Augenbrauenstift. Der war ja auch schon im März mit drin. Ich habe nur noch so einen ganz kleinen Rest, so einen Zentimeter von der dünnen Seite. Die dicke Seite ist noch ganz schön voll. Also wird der wohl April, Mai, vielleicht auch noch Juni halten. Wer weiß. Mascara, Elf Length and Volume Mascara. Bleibt auch noch drinne. Demnächst kriege ich nochmal eine Probe zugeschickt von der Mascara. Die wird dann erstmal mit reinwandern. Aber ja. Dann zwei Primer wieder. Meine Primer Potion von Urban Decay. Auch die nähert sich langsam ihrem Ende. Bin ich gespannt, ob ich mir dann sie nachkaufe oder erstmal mit Concealer lebe. Ich denke wohl erst Concealer leben, aber wenn, will ich sie nachkaufen. Aber ich denke mal auch, wenn, dann erst Juni, dass sie leer ist. Und Glitter Primer kam nicht so oft jetzt im März zum Einsatz, weil ich dann doch relativ Alltagslooks geschminkt habe und nicht mit den krassen Lidschatten so wie heute. Auch den habe ich auf Concealer aufgetragen, aber mal schauen, vielleicht ziehe ich ja ein paar Pigmente oder so. Ja, dann sind quasi nur noch so Project Pan Produkte drin, bis auf noch mein Augenbrauen Gel. Das ist hier in Teilen drin und hier. Ich habe zu früh einen Stopper rausgenommen, es wurde eklig, deswegen habe ich den Kram hier reingefüllt und nehme dann bei Bedarf Produkt auf das Bürstchen. Also, lass den Stopper im Augenbrauen Produkt drinne. Ja, sonst sind das Project Pan Produkte. Concealer ist noch Born This Way von Too Faced in Light. Ja, die Project Pan gehe ich einmal schnell durch. Blaue Base von Revolution Pro. Too Faced Melted Matte in 198, so. Jetzt hätte ich alles im Englisch ausgesprochen werden. Dann Kajal in, ja, Pastell-Lila. Ist aber auch nicht mehr so lange drin. Dann Lip Liner in Coral, trage ich heute. Super Shock Shadow in Super Hardcore. Lippenstift in Coral, auch auf den Lippen. Glitzer Eyeliner von Trended Up aus einer LE trage ich auch heute. Und Anastasia Beverly Hills Dead Roses ist noch drin. Sowie Ofra Charmed. Die sind alle in Projekten und jetzt kommen wir wirklich zu den Neuzugängen. Einmal neu ist dann mein Primer Stick von Trended Up. Der war schon mal quasi in der Box für mich. Hier hatte ich aber nicht gedreht. Das ist alles, was über ist. Ja, soll halt am besten auch noch leer werden. Im nächsten Monat oder übernächsten Monat. Ich habe natürlich einen neuen Bronzer. Da habe ich Take Home the Bronze Oliver. Den hatte ich über Instagram auswählen lassen. Und ja, so sieht die Farbe aus. Trage ich heute auch schon. Ja, schöner Ton. Gefällt mir. Wird aber vielleicht erstmal nur einen Monat drin bleiben und dann werde ich zu einem anderen Bronzer rotieren, weil irgendein Fest möchte ich jetzt nicht aufbrauchen. Deswegen werde ich wohl durch meine Bronzer ein bisschen rotieren und bei allen ein bisschen Fortschritt haben. Dann Highlighter-Perlen von Trended Up aus einer LE. Das war mein allererster Highlighter. Trage ich heute auch im Gesicht. Der ist drin, der ist auch im Projekt mit Ina und Jenny. Also ein Project Pan Item so gesehen. Aber es ist halt mein ältester Highlighter. Und irgendwo möchte ich halt auch die Sammlung ein bisschen verkleinern. Dann, als Blush kommt mein Franken Blush. Der war ja auch quasi im März mit drin, aber da hatte ich nur drei Anwendungen rausgeholt. Und ich möchte ihn jetzt einfach im April aufbrauchen. Damit ich die Pans, die dabei entstanden sind, zählen kann. Weil wenn der ersten ist das ganze Produkt auch aufgebraucht und ich kann den Pan für mich zählen.
Und ja, dann als Eyeliner hatte ich erst überlegt, nochmal wieder einen Flüssig-Eyeliner reinzunehmen. Auch da bekomme ich demnächst eine Probe zugeschickt. Glücklicherweise. Und deswegen werde ich erstmal mit Gel-Eyeliner wieder arbeiten. Von Tarte ist das der Claypot in Black. Und ja, ich trage mich heute auch. Es ist wieder ungewohnt, auf Gel-Eyeliner umzusteigen. Das kann ich auf alle Fälle schon mal sagen. Ja. Dann noch ein Produkt für die Lippen. Ich habe so viele Lippenstifte da noch drin, die in Projekten jetzt endlich mal Verwendung haben sollen, damit sie rauskommen können. Deswegen nicht so viele. Ein Lipgloss, weil ich sitze zu Hause. Mir fliegen nicht so doll die Haare ins Gesicht. Dann kann man ihn auch tragen. Von Anastasia Beverly Hills, die Farbe Saint-Tropez. Wirklich schöner Gloss. Klebt auch nicht wirklich. Von daher super. Trended Up Kajal. Ende 51, das ist ein dunkles Blau-Lila. Ja, so ein Blau-Lila-Tönchen. Ja. Steht auf der Liste von leeren Produkten. Und ich hatte keine Lust auf Schwarz. Oder ich habe auch keinen Schwarzen mehr. Ich weiß es nicht. Soll jetzt verwendet werden. Dann zum passend zum Lipgloss ein Lip-Liner von Trended Up. Der ist schon sehr trocken. Von daher weiß ich nicht, ob ich ihn wirklich aufbrauche und mich zwinge, weil das ist noch alles. Da muss ich nochmal in mich gehen. Zur Not werde ich ihn einfach entsorgen, weil trockener Lip-Liner bringt mir auch nicht viel. Und zu guter Letzt noch Newtone. Auch einer der älteren Lip-Liner. Der ist noch schön cremig. Ja, für die Nude-Lippenstifte, der gehen beide, sowohl der Anastasia als auch der Ofra. Von daher denke ich mal, kriege ich da viel Fortschritt. Ja, das war mein Schminkkörbchen. Soweit bin ich eigentlich zufrieden. Es klappt ganz gut. Zwischendurch habe ich mal wieder Striche vergessen zu machen. Halb so wild. So im Durchschnitt bin ich bei ungefähr jedem Produkt, bis auf jetzt Lidschatten, bei 20 Anwendungen mindestens. Von daher alles gut, würde ich sagen. Läuft bis jetzt gut. Mal sehen, wie jetzt die Rotation ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest. Es gibt dann hoffentlich auch noch ein Get Ready mit den neuen Produkten. Mit den alten kommt das hoffentlich auch bald online. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.